Das ist herrlich, ja? Hinter mir die Donau, blauer Himmel, Sonnenschein, ganz anders als gestern. Und der schöne Dominic Thiem steigt auf ins Viertelfinale der US Open. Guten Morgen Österreich, und auch wir bewegen uns heute und starten mit Action hin in den Tag. Am besten gleich einmal, wir nehmen so unseren hüftbreiten Stand, und am Stand ist auch das erste Thema. Das heißt, wir gehen am Stand, wir mobilisieren hier praktisch unsere Fußgelenke. Da achten wir drauf, ich drehe mich mal seitlich hin. Genau, richtig schön einmal so die Fußgelenke zu mobilisieren, am Stand zu gehen. Die Arme schwingen leicht mit. Genau, das macht uns richtig gut und fit. So, Fotos haben wir wieder einige bekommen. Danke vielmals für die vielen Zusendungen. Übrigens, ich habe gestern gesagt, schickt mir bitte eure Geschichte, wie geht es euch nach all den Wochen. Insgesamt sind wir jetzt in Woche 24, und da ist einiges gekommen, wo ich sage, super, macht weiter so, und ihr werdet sehen, ihr verbessert euch noch viel, viel mehr. Gut, Foto Nummer 1, das ist der Alex und der Johannes. Die beiden turnen gemeinsam bei der Tilly Oma. Ich glaube, das sehen wir gerade. Und währenddessen werden wir jetzt größer von den Bewegungen mit unseren Armen. Das heißt, wir lassen die richtig schön mitschwingen. Ich sage immer so, mit ein bisschen Nordic Walken. Richtig schön, zack, vor, zurück, genau, gehen wir. Ja, Arme, nach vor, zurück, Körperspannung, die ist da. Dann die Urli Gertehammer, gemeinsam mit dem Urli Opa, dem Rudolf. Und da tun sie mit, die Valerie, ja, sehe ich ja, die ist zwei, das Enkel. Sind in Oberösterreich zu Hause. Na, und dann haben wir noch die Doris, und die hat mir ein Foto gesendet, ich finde das so süß. Da hat sie ihre 5 Monate alte Maus, hat sie im Tragetuch mit dabei, und sie sagt, sie macht die Übungen so gut es geht. So, nächster Step bei uns ist aber jetzt, wir heben unsere Knie an. Wir heben sie an, vielleicht einmal, das ist die kleine Bewegungsgröße für die Topstars unter uns, die Profis, heben wir die Fußsohlen weiter nach oben an, genau, lassen die Arme mitschwingen, und da bringen wir gleich ein bisschen Schwung und Dynamik hinein. Dann haben wir noch den Herbert und die Renate mit den Enkeln, und zwar ist es die Laura Angelina und die Anna. Und das ist das Herrliche immer wieder, generationenverbindend. Ja? Tun wir mit, und genau, wir geben jetzt ein bisschen Gas von der Geschwindigkeit her, und Achtung, wir bleiben mal und stabilisieren. 3, 2, 1, sehr gut. Und jetzt die andere Seite. Zack, stabilisieren. 3, 2, 1. Und wir gehen wieder. Und wieder, Achtung. Stabilisieren. Und andere Seite. Sehr schön. Und wieder weitergehen. Und da geht es noch einmal rechts. Hoppala. Einmal und die andere Seite. Sehr schön. Okay, wir lockern ganz kurz aus. Wir bleiben aber auch gleichzeitig bei unseren Fußgelenken, und zwar, wir tippen mal nach vorne mit der Fußspitze, mobilisieren da weiterhin. Vorne steigen, rechts, links, kann man ein bisschen abwechseln. Ja, auch sich seitlich ein bisschen drehen, wie man möchte. Und die Arme können einfach ruhig mitschwingen. Und ein Foto haben wir noch, und zwar haben wir das die Andrea geschickt von der Therme Wien Oberlau Fitness. Die unterrichtet dort Rückenfit, und diese Damen und Herren, die wir hier sehen, die trainieren zunächst einmal bei Fit mit Philipp mit, und dann fahren sie ins Studio. Das ist super, also die sind dann schon einmal richtig aufgewärmt. Gut, und nächstes Step, wir haben Ferse, Spitze, also Ferse, Spitze, ein bisschen was Koordinatives. Ja, achten wir auch darauf, genau. Und jetzt beim nächsten Mal wechseln wir, das heißt rechts die Spitze, links die Ferse, okay? Sehr schön. Und immer drauf schauen, wir achten natürlich auf unsere Körperspannung, die Arme können richtig mitschwingen. Ja, da startet man gleich richtig gut aufgewärmt hinein in den Tag. Und jetzt einmal nur die Ferse, nur die, ja genau, richtig, nur die Ferse. Und wieder zurück zur Spitze. Wie gesagt, gleich ein bisschen was Koordinatives. Ferse. Und ihr könnt gerne auch selber abwechseln. Einmal Ferse, einmal Spitze. Wie ihr möchtet. Jeder so für sich. Gut. Schütteln ganz kurz aus. Bei der nächsten Übung wieder wichtig, die schon länger mit dabei sind. Wir brauchen eines unserer Standbeine. Ich nehme das linke. Da verwurzeln wir gescheit. Dann lösen wir aus. Und jetzt steigen wir nach vorne. Und wir steigen zurück. Nach vorne. Und zurücksteigen.
Und da beginnen wir auch in dieser kleinen Bewegungsgröße. Und das können wir natürlich dann verändern, indem wir die Bewegung größer machen. Jeder so gut er kann. Ja? Also entweder langsam so, so beginnen, kleine Bewegungsgröße, oder dann einmal schauen, was geht. Ja? Und dann merken wir, das ist dynamisches Kräftigen, denn wir haben hier auf der einen Seite unser Standbein, da müssen wir richtig austarieren, beziehungsweise dann merken wir auch, die Fußsohle arbeitet. Und im Oberschenkel spüren wir es auch ganz schön. Und auf der anderen Seite sind wir da dynamisch, ja? Haben wir den Rückengesäß, alles mit dabei. Ja, und jedes einmal in seiner Größe. Ich zeige es einmal von der Seite her, damit man schön sieht. Also entweder kleine Bewegungsgröße, ja, und dann schön langsam größer werden. Nach vorne, zurück, nach vorne. Ja, sehr gut. Und dann schütteln wir kurz aus, wechseln natürlich das Bein. Ja. Gut, und auch da bitte wieder mit der kleinen Bewegungsgröße beginnen. Außer die Profis unter uns, die können das schon ein bisschen größer machen. Denn da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Ich sage immer wieder, bitte achtet darauf, überzeichnet nicht. Nicht gleich mit der großen Bewegungsgröße beginnen, sondern schön langsam herantasten. Ja? Denn ihr merkt am besten, wie gut es euch tut oder nicht. Und dann sollte es irgendwelche Einschränkungen oder Problemchen geben, das auf alle Fälle abklären mit euren Therapeuten. Und da können wir noch dynamischer werden. Richtig lang kann man da werden. Schaut mal, kann man vorsteigen und richtig weit nach hinten. Ja, da geht richtig was weiter. Und natürlich auch in der kleinen Größe. Zack, wichtig ist nur, sauber zu arbeiten. Nicht irgendwie dahin, sondern vorsteigen, nach vorne steigen, zurücksteigen. Nach vorne und zurücksteigen. Sehr gut. Okay. Gut, macht ihr das. Und wie gesagt, solltet ihr vielleicht in therapeutischer Behandlung sein, auch da bitte mit dem Therapeuten abklären, was geht und was nicht. Ja, weit zurück, genau. Und jetzt probieren wir einmal, nach hinten zu steigen und kurz in der Position zu verharren. 3, 2, 1. Wechseln noch einmal das Bein, auch da, nach vorne, zurück. Ja, weit nach vorne, so weit es geht. Weit zurück. Und bei geschwindem Zeitlupe, jetzt bleiben wir so, wir verharren und jetzt gehen wir wieder langsam nach vorne. Probiert es einmal langsam nach vorne zu gehen. Ja, und wieder langsam zurück. Ja, ist ein bisschen eine andere Variante, ja, als bisher gewohnt. Sehr gut. Wir schütteln kurz aus. Wir haben wieder unser anderes Bein und zwar, ich nehme wieder das linke. Nächste Übung und zwar Kniehub, strecken, beugen, strecken. Und dabei achten wir darauf, dass wir das Bein praktisch nicht absetzen, sondern maximal den Boden leicht berühren und wieder nach hinten. Das heißt, da vorne kräftigen wir, ja, hinten dehnen wir und jetzt umgekehrt. Da kräftigen wir hinten und wir dehnen vorne. Und was auch wichtig ist, worauf wir achten bitte, schauen nach oben, Kniehub, und dass wir dann in einer Parallele sind zum anderen Bein, zum anderen Oberschenkel. Zack, absetzen. Genau, so ist gut. Und wieder nach unten. Sehr schön. Und das geht natürlich auch in der kleineren Größe. Das heißt, für die Einsteiger anheben, zack, ja, eins und dann nur ganz leicht abbeugen und dann schauen, wie gut es geht, wie weit bringe ich mein Bein nach oben. Gleichgewicht. Apropos, es ist lustig, ich habe gestern mit dem Präsidenten von meinem Triathlonverein gesprochen, mit dem Johnny. Wir wechseln jetzt das Bein, auch da wieder schauen, dass wir gescheit verwurzeln. Und der ist selber wirklich ein passionierter Läufer, macht sehr viel und der hat gesagt, du, seitdem ich die Übungen mit dir mache, gehen die sportlichen Aktivitäten viel besser und seine bessere Hälfte, die Kerstin, die hat früher nie auf einem Bein stehen können. Jetzt kann sie es. Also, ihr merkt, die Regelmäßigkeit führt uns gemeinsam zum Erfolg. Und warum sage ich gemeinsam? Denn wir sind sie, die größte Bewegungsgruppe Österreichs. Ja? Herrlich, oder? So, und dann machen wir nochmal. Genau. Und wieder darauf achten. Kniehub, strecken, beugen. Oh Gott. Einmal nur nach oben, nach unten, absetzen. Wir bleiben noch bei den Beinen, gehen jetzt mal Richtung Wade. Und zwar heben wir mal, wir drücken uns über praktisch den Zehenball nach oben ab, gehen nach oben und achten aber darauf oder schauen, dass wir dann nicht komplett absetzen, sondern ganz leicht
über dem Boden bleiben wir stehen und da drücken wir uns nach oben. Ja, sehr schön. Und jetzt können wir probieren, auch rechts, links abzufedern. Probiert einmal. Rechts, links. Ja, kann man ruhig absetzen ein bisschen, das macht gar nichts. Die ganz Guten setzen gar nicht ab mit der Ferse im Boden. Die anderen können gerne absetzen. Schön, es geht schon rein, gell? Gut, kommen wir wieder zurück zur Mitte. Und jetzt machen wir 10 gemeinsam, ja? Also, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wir bleiben oben, wir halten, 5, 4, 3, 2, 1 und wir kommen wieder nach unten. Sehr gut, wir schütteln aus, jetzt gehen wir in die leichte Grätsche, stellen uns hin, unsere Arme gehen wir hier zu den Hüftknochen und jetzt haben wir es uns verdient, ein bisschen auszuspannen, das heißt, wir mobilisieren einmal da in diesem Bereich. Genau, schön, ist es herrlich. Aber nur kreisen, in eine Richtung, Atmung fließen lassen. Sehr schön. Und trotzdem darauf konzentrieren. Wir sind bei der Sache. Ja? Wir sind jetzt im Moment. Konzentriert euch auf die saubere Ausführung. Und dann können wir mit dem Kreis größer werden. Und die möchten, können auch einen Achter probieren zu machen. Sehr gut. Achter. Und dann vielleicht einmal stehen bleiben, ganz kurz, und in die andere Richtung. Da haben wir gleich ein bisschen was Koordinatives dabei. Ja. Und mit dieser Übung wandern wir dann praktisch nach oben, ja, zu unseren Armen, Oberkörper. Und einmal noch im Kreis, in eine Richtung, einmal noch in die andere Richtung. Das tut gut, oder? Okay, so, schütteln aus, wir kommen zur Schulter, wir bleiben so stehen, meinetwegen ein bisschen schmäler von den Füßen her. Also, ihr entscheidet ja, wie ihr euch wohler fühlt, wenn so ist es in Ordnung, ihr spürt das selbst am besten. Und zwar, wir kreisen einmal unsere Schultern, wir kreisen, schön langsam, ja, kreisen wir. Das heißt, wir mobilisieren unsere Schultergelenke hier, richtig schön. Dann werden wir ein bisschen größer vom Kreisen her, ja. Das ist wieder der Klassiker, wo es beginnt zu knacksen. Und wir werden noch größer. Übrigens wird gestern die Renate geschrieben. Sie ist erst seit einer Woche mit dabei und sie hat auch einige Freundinnen schon informiert. Aber sie hat gehört, wir sind in Woche 24, ob es das Ganze zum Nachtunen gibt. Also liebe Renate und an alle, die erst eingestiegen sind, wir haben insgesamt für euch zur Information zurzeit 70 Übungen, mein Freund, der Sporttherapeut Thomas Schmal und ich. Und wir schauen natürlich immer wieder drauf, dass neue dazukommen, aber es ist ja wichtig, immer wieder zu wiederholen. Wir kreisen nach vorne. Warum? Damit wir uns verbessern. So, nach vorne. Und jetzt probieren wir Folgendes. Gegengleich. Sehr schön, gegengleich. Gegengleich. Kreisen. Kurz stoppen. Und jetzt in die andere Richtung. Andere Richtung, ja. Nicht so leicht, gell? Und das ist eben wichtig, dass wir da unsere Schulter, also Beweglichkeit im Schultergelenk, dass wir die verbessern, dass wir die Pfannen so richtig ausschmieren. Herrlich ist das. Gut. Okay, wir schütteln kurz aus. Diese Übung haben wir letzte Woche zum ersten Mal ausgeführt, die jetzt kommt. Und zwar, unsere Handflächen liegen auf den Oberschenkeln. Dann rotieren Sie praktisch hierher zu den Schultern, wir drehen diese, und wieder nach unten. Das ist der Step 1 der Übung. Nach oben und die Handflächen drehen wieder. Ja? Gut. Zweiter Step, Handflächen nach oben. Wir ziehen die Ellbogen nach oben, wieder nach unten und drehen wieder aus. Handflächen nach oben, zack. Ja? Und jetzt kommt der dritte Step. Eins, zwei und dann drehen wir unsere Handflächen nach außen. Genau, zack und kommen wieder her. Also, da mobilisieren wir richtig durch die Rotation der Arme und nicht schlampert werden. Ja. Zack, kann man natürlich ein bisschen schneller machen, aber da achten wir drauf. Nach oben ausdrehen, wir kommen wieder zurück, setzen ab und wieder noch nach unten. Also, Armflächen, Handflächen ausdrehen zur Schulter, nach oben und jetzt drehen wir aus, da haben wir die Rotation, kommen zurück, setzen wieder ab. Und das macht jetzt jeder von euch für sich in seinem Tempo. Achten drauf bitte auf die genaue Ausführung. Wir haben unseren Bauchnabel, der zur Wirbelsäule zieht. Ja,
Das heißt, wir stehen nicht schlampert da, wir haben eine aufrechte Haltung, wir machen uns groß, strecken uns schön durch, Arme kommen zurück, genau, zack. Und kommen wieder nach unten. Und da geht's noch einmal. Zack. Und sehr schön. Und einmal geht noch. Okay, jetzt schütteln wir aus, kommen zu den Handgelenken. Und die brauchen auch, dass sie mobilisiert werden. Das heißt, wir machen mit unseren Handgelenken jetzt mal einen Achter. Ganz locker. Ja. Die sind im täglichen Leben immer wieder im Einsatz. Egal, was wir machen, wo wir hingreifen, was wir tun, die brauchen wir. Und da soll man auch mobil sein. Und im Notfall sage ich immer, ihr kennt das, man macht ein Hoppala, stürzt. Und wenn ich da richtig mobil bin, gescheit trainiert, dann geht das auch, dass ich mich abstütze. So, jetzt werden wir größer, machen unseren Achter mit den Ellbogen. Sehr schön. Und jetzt werden wir noch eine Spur größer, nehmen die ganzen Arme dazu und lassen die Arme fliegen. Sehr schön, atmen. Sehr gut. Kommen wieder zurück zu den Ellbogen, das heißt, wir werden wieder kleiner mit unserem Achter. Ja, und zu unseren Handgelenken, auch da noch. Sehr schön, wir atmen aus und unsere Hände bleiben gleich zu der Position. Und jetzt, also eigentlich mal so, ich zeige nach außen. Und wir heben unsere Schultern an, unsere Handflächen drehen sich. Wir atmen tief ein und beim nach vor atmen wir aus. Anheben, einatmen, ausatmen. Und da heben wir noch einmal an. Einatmen, ausatmen, nach vorne drehen. Und jeder für sich, lasst euch Zeit. Also Schultern anheben, Handflächen drehen sich zurück. Wir atmen ein, wir merken hier, wie wir uns da öffnen. Genießen die Energie, kommen nach vor. Herrlich, oder? Also, war ein toller Start in den Tag. Ich freue mich schon auf morgen. Trinken nicht vergessen, denn die Zelle, die muss schwimmen. Tschüss, Baba. Guten Tag.